Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, das letzte Video von mir war ja der Lesemonat und eigentlich folgt ja immer auf den Lesemonat meine Neuzugänge aus dem vergangenen Monat. Also machen wir das heute. Ich stelle euch heute die Bücher vor, die bei mir im August einziehen durften. Ich habe gerade mal durchgezählt. Es sind 12 Bücher. Ich glaube 12 oder 13. Und mir ist aufgefallen, dass ich von diesem Stapel an Büchern schon relativ viele auch wieder weggelesen habe, was sehr, sehr positiv ist und mich sehr, sehr freut, weil die Bücher dann einfach nicht auf dem Sub versauern, sondern direkt wieder vom Sub weg sind. Und ich werde euch jetzt der Reihe nach vorstellen, ein bisschen was dazu sagen. Ich kann nicht immer zu jedem Buch so viel sagen, sonst wäre dieses Video hier total lang, also Überlänge. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr sowas auch, könnt ihr gerne mal schreiben. Aber ja, ich bin auch selbst ein Fan davon, wenn es so ein bisschen knackig ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten direkt und ich stelle euch die Bücher einmal vor. Das erste Buch ist direkt eins, was ich bereits gelesen habe und auch geliebt habe. Ich habe da schon in meinem Lesemonat ein bisschen näher zu erzählt. Also falls euch das interessiert, guckt da gerne mal vorbei. Und zwar ist es ein Buch von Brittany C. Cherry, Wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir lernen dort in diesem Buch Eleanor und Gray kennen, die sich schon irgendwie ja seit der Jugend kennen, sich dann so ein bisschen aus den Augen verlieren. Jeder hat so mit seinem tragischen Schicksal, sag ich mal, zu kämpfen, ohne zu viel zu verraten. Und nach ein paar Jahren sehen sie sich dann jeweils wieder beide, weil Eleanor sich auf eine Nanny-Position bei Gray bewirbt. Und ja, Gray hat sich total verändert und Eleanor fragt sich die ganze Zeit, was ist passiert mit ihm, weil er ist jetzt so steinhart, emotionslos, sehr, sehr kalt, gefühlslos. Und ja, sie versucht halt irgendwie hinter seine Fassade zu blicken und zu gucken, was da einfach passiert ist bei ihm. Und diese Geschichte hat mir, ich kann es ja sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich einfach verliebt in diese Geschichte. Also ich bin generell ein großer Fan von Brittany C. Cherrys Geschichten. Sie enttäuscht mich einfach nie. Und das hat sie auch wirklich bei diesem Buch nicht. Und ich bin einfach stolz, dass ich das Buch jetzt gelesen habe und dass es mir vor allem auch so gut gefallen hat. Für mehr Informationen guckt wirklich in meinem Lesemonat vorbei. Ich verlinke ihn euch nochmal. Da rede ich nochmal ein bisschen genauer über das Buch. Machen wir weiter mit einem, ja, soll ich sagen, Jahreshighlight 2020? Weil das ist es, glaube ich. Nichts Geringes als das ist es einfach. Ja, das neue Buch von Anne Freitag aus Schwarzem Wasser ist bei mir auch eingezogen, als ich mit Lisa in Hannover war. Ich werde natürlich nochmal nächsten Monat, in meinem Lesemonat September, ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es mir gefallen hat und alles. Aber ich kann schon mal wirklich anteasern, es hat ganz, ganz großes Potenzial, eines meiner absoluten Jahreshighlights 2020 zu werden. Das nur mal dazu. Ja, das Buch lässt sich nicht so einfach zusammenfassen, finde ich. Also na klar gibt es einen Klappentext, aber der sagt nicht mal im geringsten das aus, worum es wirklich geht. Also da steckt noch so viel dahinter irgendwie. Es geht halt um Patricia Kohlbeck, die Innenministerin Deutschlands, die eines Abends ungebremst in die Spree fährt mit ihrem Auto, mit ihrer Tochter drin. Und die Tochter wird vor allem erstmal als tot deklariert, beziehungsweise ja, man kann sie nur noch tot bergen aus dem Wasser. Patricia eben auch, aber ja, schon am selben Abend scheint Maya wie von Geisterhand irgendwie wieder zu leben. Und das Letzte, an was sich Maya noch erinnern kann, ist, dass ihre Mutter ihr einen verhängnisvollen Satz sagt, der sie noch das ganze Buch über begleiten soll. Und zwar, du kannst niemanden trauen, sie stecken alle mit drin. Und ja, dann beginnt Maya natürlich zu ermitteln, was hat das auf sich, das Ganze, und was steckt dahinter? Und ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, in welche Richtung das geht. Es hat mich absolut sprachlos zurückgelassen. Es war ein fesselnder Thriller. 600 Seiten ist dieses Buch einfach dick, aber es hat sich nicht so angefühlt. Also es ging weg wie nichts, wirklich. Ich habe das so geliebt, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel drüber schwärmen, weil das kommt alles noch in meinem Lesemonat. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Das Buch ist der absolute Wahnsinn. Dann das nächste Buch, das dritte Buch, was ich euch zeige, habe ich auch bereits gelesen. Und ich habe eine Leserunde auf Instagram dazu veranstaltet. Es geht um Karen Rainey und Vielleicht auf einem anderen Stern. Eine wunderschöne Mutter-Tochter-Geschichte. Wir lernen hier Eve und Maddie kennen. Eve ist die Mutter, Maddie die Tochter. Maddie erkrankt hier an Krebs und ja, im Zuge dieser Krankheit hat sie immer mehr den Entschluss gefasst, ihren Vater kennenzulernen. Den kennt sie nämlich nicht. Der ist noch vor ihrer Geburt abgehauen und ihre Wurzeln möchte sie jetzt irgendwie ein bisschen kennenlernen. Und das führt sie auf eine ganz, ganz tolle Reise, eine ganz abenteuerliche Reise. Und dieses Buch war so voller Feingefühl erzählt, so voller Emotionalität, auch Tiefgründigkeit. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr froh, dass ich dazu gegriffen habe. Also sonst hätte es mich, glaube ich, gar nicht so angesprochen, aber irgendwas hat mich daran fasziniert,
ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, auf jeden Fall fand ich das Cover auch mega schön. Das ist dann nochmal so nebenbei so eine kleine Sache. Aber ja, auch der Inhalt, also auch das kann ich euch nur empfehlen. Es ist wirklich so ein bisschen abseits dessen, was ich eigentlich lese. So diese typischen Romane, sag ich mal. Aber hat mir wirklich sehr gut gefallen und könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken. Auch über das nächste Buch habe ich bereits in meinem Lesemonat geredet. Und zwar ist es Das wirkliche Leben von Adeline Dieudonné. Das durfte auch mit, als ich mit Lisa in Hannover war. Also ihr seht schon, es ist alles so ein bisschen durcheinander hier. Ich hoffe, das ist okay. Also die Neuzugänge. Ja, habe ich auch bereits gelesen und auch geliebt. Näheres auch in meinem Lesemonat. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt da wirklich mal vorbei. Da rede ich auch sehr ausführlich über die einzelnen Bücher, worum es geht und so weiter. Und wie es mir natürlich auch gefallen hat. Ja, ich kann auch hier, glaube ich, sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl es ziemlich dünn ist, 200 Seiten, glaube ich, knapp, schafft die Autorin es, ja, trotzdem die Charaktere so lebendig werden zu lassen und so eine krasse, wirklich krasse Geschichte zu erschaffen. Also definitiv auch nichts für schwache Nerven, das kann ich auch schon mal sagen. Muss man schon einiges einstecken. Diese Szenen, die hier teilweise sehr explizit sind, sind schon, denke ich mal, wirklich nichts für schwache Gemüter. Nichtsdestotrotz eine unfassbar tolle Geschichte mit einer sehr starken Protagonistin. So stark, wie ich sie eigentlich selten sonst erlebt habe, irgendwelche anderen Protagonistinnen. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. So, und auch das nächste Buch, was einziehen durfte, habe ich bereits gelesen. Und zwar ist das von Camilla Läckberg, Golden Cage. Das ist der erste Teil einer Reihe. Den zweiten Teil zeige ich euch sofort danach. Ja, habe ich auch bereits gelesen. Es geht hier um so ein Rachespiel von einer Frau, die heißt Faye oder Faye wird sie, glaube ich, auch ausgesprochen. Die lebt in Schweden, hat anscheinend ein tolles Leben dort mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Aber ja, nach und nach kommt eben raus, dass ihr Leben alles andere als perfekt ist und dass ihr Mann sie kontrolliert und fertig macht psychisch und das belastet sie natürlich und dann nimmt er ihr auch noch etwas sehr, sehr Wertvolles weg. Ja, darauf schwört sie dann eben Rache. Darum geht's. Das ist der erste Teil. Es endet sehr krass mit einem Cliffhanger auch. Deshalb bin ich froh, dass ich den zweiten Teil auch gleich hier habe und zwar zeige ich euch den jetzt mal. Das hier ist der zweite Teil, Faye Wings of Silver. Die Rache einer Frau ist schön und brutal. Ja. Sehr, sehr nices Cover auf jeden Fall, finde ich, ist ein absoluter Hingucker. Hier geht es weiter mit der Geschichte um Faye. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob wir hier ein Happy End haben oder auch nicht. Irgendwas klebt hier auf meinem Buch. Was ist das bitte? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mal abgemacht. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und habe mir das auf jeden Fall jetzt noch für den September vorgenommen, damit meine Erinnerungen an die erste Geschichte sozusagen noch echt frisch sind. Also, bin gespannt. Dann geht es weiter mit einem Buch, auf welches ich mich schon so unglaublich freue. Also, es ist eine heftige Geschichte, glaube ich, das, was ich bisher schon eben, ja, gehört habe über dieses Buch. Es ist ein englisches Buch, es ist jetzt aber auch erst kürzlich auf Deutsch erschienen. Und zwar heißt es da Meine dunkle Vanessa, auf Englisch habe ich es mir jetzt geholt. Und zwar My Dark Vanessa von Kate Elizabeth Russell. Seitdem irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte, in welchem Video, aber irgendwer hat so heftig davon geredet und so geschwärmt, dass ich es einfach haben musste. Aber die Themen hier sind natürlich wirklich grenzüberschreitend und ich denke auch, das Buch sollte eine Triggerwarnung haben und ist, denke ich, auch nichts für zarte Gemüter. Es geht hier nämlich eben um die Geschichte einer Schülerin, die etwas mit ihrem 40 Jahre alten Lehrer anfängt, beziehungsweise nicht anfängt. Irgendwie werden die beiden verwickelt in so eine Beziehung, weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Auf jeden Fall haben die beiden was miteinander und diese Beziehung entwickelt sich in eine sehr unschöne Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich weiß ja auch nicht so viel über das Buch. Ich weiß nur, dass das eben so die Grundstory ist und es soll krass sein. Also es soll wirklich, ja, grenzüberschreitend sein. Es soll explizite, sehr, sehr explizite Szenen auch beinhalten. Ja, ich weiß gar nicht, ob hier eine Triggerwarnung ist. Das wäre mal eine gute Idee. Meistens ist das ja auch hinten, was ich dann überhaupt nicht verstehe, weil wer guckt denn vorher hinten in ein Buch rein? Aber ja, so ist es. Es soll auf jeden Fall sehr, sehr gut sein, soll im Kopf bleiben. Ich bin gespannt, wer es diesen Monat lesen, habe es mir fest vorgenommen. Und was ich auch cool finde, hier in dieser englischen Ausgabe ist dieser Riffle Cut, nennt man das so? Also wo die Seiten so nicht einheitlich lang sind, sondern unterschiedlich eben geschnitten oder gedruckt. Und dann ergibt sich hier sowas, so ein Muster. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich hier drei Bücher aus dem Carlsen Verlag für euch. Einmal von Johanna Dunninger, Blue Sky Black, Ohne Dunkelheit keine Sterne mit einem wunderschönen Cover. Da bin ich auch schon
ziemlich gespannt drauf. Es geht in diesem Buch um Mila und ihre Welt ist gezeichnet von ganz vielen Naturkatastrophen. Es ist also sehr aktuell behandelt, glaube ich, auch so ein bisschen eben das Thema Klimawandel und alles, was da mit einher schwingt sozusagen. Und sie musste fliehen aus ihrer alten Heimat und lebt jetzt in Kanada allein, genau. Eines Tages tritt dann ein junger Mann in ihr Leben, er ist ihr Nordstern in der Dunkelheit. Aber da stellt sich heraus, dass er gar nicht der ist, der vorgibt zu sein. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte. Wow, wie habe ich das bitte gerade vorgetragen? Naja, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob es so ein bisschen in die Richtung Thriller auch geht oder ob das hier einfach so eine Liebesgeschichte ist, das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch so ein bisschen Mystery, ein bisschen Thrilled mit drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall vom Klappentext her. Bin sehr gespannt und das Cover ist der Wahnsinn, oder? So, das zweite Buch aus dem Carlsen Verlag ist Buch aus der neuen Reihe, ich weiß gar nicht, ob man es Reihe nennt, von Elizabeth Lim, und zwar die Twisted Tale Reihe. Märchen sozusagen anders erzählt. Finde ich sehr spannend, diese Ausgangssituation. Und zwar heißt das Buch Dunkle Schatten, auch mit einem wunderschönen Cover. Und es fühlt sich auch total toll an. Also es ist so ein bisschen so eine andere Oberfläche. Hier steht schon oben, was wäre, wenn Mulan in die Unterwelt hätte reisen müssen. Also das ist so die Prämisse des Buches. Es ist halt eben Mulan ein wenig anders erzählt. Und da gibt es auch noch weitere Bände zu von diesen Twisted Tales. Ich weiß gar nicht, ob man die hier alle sieht, aber ein paar gibt es da auf jeden Fall. Ich glaube, die erscheinen auch alle noch dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich bin sehr gespannt. Mal so ein Märchen anders erzählt, so ein Retelling. Bin ich sehr, sehr großer Fan von und ich liebe auch Mulan. Ich bin großer Fan von Mulan. Mit mein liebstes Märchen nach Die Schöne und das Biest. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was so euer liebstes Disney-Märchen ist. Ja, ich bin gespannt. Es ist ziemlich dick, da war ich so ein bisschen überrascht. Naja gut, es sind 420 Seiten, das geht. Ich glaube, die Seiten sind relativ dick, dadurch kommt das, genau. Ja, ich habe von Elizabeth Lim bereits Ein Kleid aus Seide und Stern gelesen, fand das super, deshalb freue ich mich sehr hier drauf. Und das dritte Buch aus dem Carlsen Verlag, was ich euch zeigen möchte, ist ein fetter Klopper. Er ist Anfang August rausgekommen und die Welt ist ausgerastet, mehr oder weniger. Ich glaube, das habt ihr jetzt schon öfter mal gesehen, es ist wirklich ein Klopper, aber ich bin gerade am Lesen und ich finde es großartig, wieder in die Welt eintauchen zu können. Und zwar geht es um Bis zur Mitternachtssonne. Quasi Twilight erzählt aus der Sicht von Edward Cullen. Und ich habe schon gemerkt, also ich bin jetzt glaube ich auf Seite 300 oder so, es ist noch nicht mal die Hälfte, weil dieses Buch hat 850 Seiten, es ist schon ein bisschen dicker. Ich habe schon gemerkt, so Edward Cullen, das ist wirklich hier in dem Buch extrem einer, der sehr viel nachdenkt. Sehr viele Gedanken in seinem Kopf, die er auch alle irgendwie hier zum Ausdruck bringt. Man merkt es, dadurch ist das Buch eben sehr, sehr dick auch. Es stört mich aber nicht. Ich brauchte tatsächlich ein bisschen, um reinzufinden. Aber nach einer Zeit ging das dann auch und ich freue mich einfach irgendwie noch mehr über die Cullens zu erfahren, noch mehr über Edward. Und dadurch, dass er eben Gedanken lesen kann, ist es auch toll zu wissen, man kennt ja so diese ganzen typischen Szenen in der Cafeteria und so weiter, zu wissen oder zu erfahren, was eben die anderen Leute in dem Moment so dachten. Ich meine, Bellas Gedanken kann er ja nicht lesen, aber alle anderen da in dem Raum. Es ist sehr interessant, es ist auch sehr humorvoll auf eine Art und Weise. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde es auch auf jeden Fall noch beenden jetzt diesen Monat und dann euch nochmal eine Review zu geben. Aber ja, ich freue mich einfach. Twilight war wirklich meine Jugend, deshalb freue ich mich so sehr, wieder eintauchen zu können jetzt und bin einfach mal wirklich gespannt, was die Geschichte noch für mich bereithält. Und jetzt auch schon zu den letzten zwei Büchern, die bei mir im August einziehen durften. Einmal hätten wir, und darauf bin ich so stolz, das Buch von Toni Pure, also von Antonia Wesseling. Und zwar, wie viel wiegt mein Leben? Warum wir bei Magersucht über den Tellerrand schauen müssen, ist ja bei E-Books erschienen. Und ich bin so stolz auf dich, Toni. Und ja, ich möchte dieses Buch auf jeden Fall diesen Monat lesen. Es sind knapp 200 Seiten, 250. Also, oh, es ist immer noch so unglaublich, so ihr Bild hier zu sehen. Und ich habe natürlich auch eine persönliche Widmung. Of course, das muss sein. Ja, bin ich sehr, sehr stolz. Und ja, Toni erzählt dort eben ihre persönliche Geschichte. Also mit 14 wurde sie ja diagnostiziert mit Magersucht. Und sie zeigt eben, wie sie da rausgekommen ist und wie sie es geschafft hat. Sie erzählt ein bisschen ihre Erfahrungen, alles Mögliche. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Sehr erschreckend wahrscheinlich auch, aber ich glaube, man lernt sehr, sehr viel in diesem Buch. Also ich meine, ich bin ja nicht von dem Thema betroffen. Nichtsdestotrotz möchte ich es lesen, einfach um, wie sagt man, Awareness zu schaffen, beziehungsweise einfach Aufmerksamkeit für das Thema, um mich noch so ein bisschen mehr einzulesen und zu gucken, wie ich vielleicht auch helfen kann, wenn in meinem Umfeld jemand daran erkrankt ist. Wisst ihr, also einfach um
ja, mich noch ein bisschen weiter zu bilden und einfach auch Tonis Geschichte mal komplett zu erfahren. Ich glaube, dass es sehr interessant einfach auch ist. Und ja, auch hier bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und Toni, wenn du das jetzt siehst, ich bin immer noch so unglaublich stolz auf dich. Und zu dem letzten Buch, das beschäftigt sich mit einem meiner absolut liebsten Themen, nämlich das Schlafen oder das Träumen, eher gesagt. Und zwar wurde mir zugeschickt aus dem Wunderraum Verlag von Katrin Nikolai, Träumschön, Einschlafgeschichten für Erwachsene. Also auch mal ziemlich cool, da ist so eine süße Katze drauf. Meine Katze liegt hier auch gerade, Sally, liegt hier gerade neben mir, aber sie ignoriert mich, sie hört nicht auf mich, naja. Egal, hier oben steht, schon 15 Millionen Menschen schlafen mit Katrin Nikolai ein. Also, wie der Name auch schon sagt, es gibt hier ziemlich viele eben Schlafgeschichten für Erwachsene. Super interessant, glaube ich. Die kleine Traumstadt, das ist ja auch süß. Immer wieder ein paar Illustrationen und vor allem gibt es hier am Anfang auch noch so ein paar Worte. Schlafen ist eine moderne Superkraft, wie man schlafen kann. Ein paar Schlaftipps, weiterschlafen, wenn man mitten in der Nacht aufwacht, entspannen und so weiter. Es ist, glaube ich, super interessant und wie gesagt, Schlafen bzw. Träumen gehört zu meinen absolut liebsten Themen. Ich finde das faszinierend und beschäftige mich da total gerne mit, auch mit dem so, was ich geträumt habe, was das dann über mich aussagt oder was mein Unterbewusstsein mir damit sagen möchte. Das finde ich super interessant. Deshalb ist es, glaube ich, ein Buch für mich und ja, wirklich wunderschön illustriert, muss man einfach sagen. Also bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und werde euch dann natürlich auch berichten. Ja, meine Lieben, wir sind durch. Das waren meine Neuzugänge für den August. Es ist mal wieder ein bisschen eskaliert, aber wie gesagt, ich habe davon mindestens die Hälfte auch schon weggelesen. Deshalb ist das alles super so und ja, schreibt mir gerne, falls ihr die Bücher schon kennt, gelesen habt, wie sie euch gefallen haben oder vielleicht welche ihr davon auch noch lesen möchtet, welche vielleicht für euch jetzt interessant klingen. Schreibt mir das alles sehr, sehr gerne mal. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut und tschüss!